Hallo Elina Perlin. Hallo, Frau Harstig. Ich freue mich sehr, da zu sein. Sag ruhig Katrin, dann fühle ich mich Gerne. jünger. Ich wollte dich mal kennenlernen. Ich kenne dich nämlich persönlich gar nicht, aber ich weiß, was du tust. Und ich dachte, wir erzählen das jetzt einfach mal den anderen, die auch nicht wissen, wer du bist. Wer bist du? Ja, also ich bin Elina und ich arbeite leidenschaftlich für die Musikschule Subito in Düsseldorf. Und die wird von meiner Mutter geleitet, Marina Keifels. Die kennst du ja schon mehrere Jahre. Ja. Und ja, die Musikschule ist jetzt seit 25 Jahren. Mittlerweile wirkt sie in Düsseldorf und für Düsseldorf und in einem unserer Studios, wo ich mich heute auch befinde. Dürfen wir zusammen mit Zimmerli Sounds Gastgeber sein für deine wundervolle Weltklassik-Klavierreihe? Wow, das ist ja irre. Das habe ich ja alles gar nicht geahnt. Ich kenne deine Mama übrigens nicht persönlich, sondern auch eben seit Jahren sozusagen schon in dieser, ja, Brave New World, sozusagen per Telefon und E-Mail und so weiter. Ich wollte von dir noch ein bisschen wissen, wie du dazu gekommen bist. Du bist ja, darf man das sagen, wie alt du bist, oder ist das einer der gehüteten Geheimnisse? Nein, ich bin 34. Nein! Und du bist irgendwie auch schon mit dieser ganzen klassischen Musik aufgewachsen? Ja, also ich hatte ja das große Glück, wie ich gerade schon erwähnt habe, tatsächlich in einer musikalischen Familie aufzuwachsen, in einer Familie von Musikpädagogen. Das heißt, meine Großmutter ist auch Klavierpädagogin und dann meine Mutter. Und für mich war das natürlich schon von der Kindheit an, bin ich in die Musik reingewachsen und durfte ja eine wunderbare musikalische Erziehung genießen und habe dann auch sehr früh schon angefangen, eben zu musizieren und gemeinsam auch ja Klavier wirklich als meine, sage ich mal, Leidenschaft entdecken dürfen und meine große Liebe und ja, natürlich als wenn man eine Mutter hat, die eine fantastische Pädagogin ist. Ja, ich, für mich war meine Kindheit ja durch Konzerte geprägt, durch Wettbewerbe und da hatte ich eine sehr schöne Ausbildung und die ging dann eben weiter. Ja. Du bist ja wahrscheinlich irgendwie erstmal so zur Schule gegangen und hast irgendwie deine Schulausbildung irgendwie beendet und hast du dann auch eine Musikausbildung extra gemacht? Genau, also das war eigentlich ein sehr fließender Übergang für mich. Ja, ich bin halt eben in diese klassische Welt eingetaucht. Eben habe ich gerade schon erwähnt, also mit Wettbewerben von Jungmusiziert bis internationale Wettbewerbe. Ich habe vor allem mich sehr extrem beschäftigt mit Kammermusik in der Hinsicht. Wir haben vierhändig gespielt und mit meiner Klavierpartnerin sind wir also bis zum Bundeswettbewerb und haben viele internationale Wettbewerbe gewonnen. Ich bin durch ganz Europa dadurch gereist und durfte halt schon mit wirklich vielen, mit jungen Jahren die Bühne und erfahren und was es bedeutet, eben mit der Musik Menschen zu begeistern und zu berühren. Das heißt für mich, wenn es dann, als es dann zum Abitur ging, stand es eigentlich schon fest, ich möchte gerne auch beruflich Fuß fassen und ja, hatte dann auch ein Jungstudium noch vorher angefangen an der Robert-Schumann-Hochschule. Und da war ich 14. Und dann ging das eigentlich fließend weiter. Und ich habe an der Folkwang-Universität studiert, in der Klasse von Professor Thomas Günther. Genau. Und dann habe ich mich da aber für Musikpädagogik entschieden. Das, genau. Und das Weißt du, habe ich das dann ist später. jetzt spannend. Ich habe, weiß nicht, ich glaube, es sind 150 Interviews geführt und es gibt natürlich sehr viel mit unseren Pianisten zunächst. Und dann ist mir eigentlich immer aufgefallen, es gibt so zwei mögliche Wege. Der eine Weg ist, man ist überhaupt nicht mit Musik befasst, die Eltern haben nichts mit Musik zu tun und plötzlich stolpert man über irgendwas. Ja, das ist zum Beispiel der Jan Schmelja, ich weiß nicht, ob der schon mal bei euch war, der hat dann mit 5 Jahren im Spielzeugladen ein Klavier, so ein Spielzeugklavier entdeckt und hat gesagt, Mama, das will ich haben. Ja, oder das hätte ich gern, hat er wahrscheinlich sehr viel höflicher. Und dann ist er Starpianist, wirklich. Ja, und dann gibt es den anderen Weg und der ist viel häufiger. Das ist so dein Weg, mein Weg übrigens auch und der von ganz, ganz
ganz vielen Pianisten. Es ist so selbstverständlich. Man wächst einfach darin auf. Zu Hause stand immer ein Klavier oder Mama ist Pianistin, Papa ist Pianistin. Man kann dann gar nicht mehr sagen, was einem irgendwie widerfahren ist, außer dass es schon von Anfang an richtig so dazugehörte. Hat es denn auch einen Moment gegeben bisher, wo du gesagt hast, Mensch, es gibt vielleicht noch was anderes als Klavier in meinem Leben? Hat es so einen Moment gegeben, wo du dachtest, ob das jetzt wohl richtig ist oder warst du immer so Feuer und Flamme wie jetzt? Also ich glaube, jeder hat, also ich sage das jetzt mal so, als Künstlerin, als Pädagogin, man hat in seinen 20ern vielleicht immer eine kleine Künstlerkrise, eine Sinnkrise. Ja, genau. Was mache ich das? Es lag aber nicht daran, ob ich mich für die Musik, ob ich was anderes machen möchte als die Musik, sondern in welche Richtung gehe ich mit dem, was ich mache. Also möchte ich weiter meine pianistische Karriere verfolgen auf den Bühnen und eben das weiterverfolgen, die Konzerttätigkeit, oder möchte ich eben in die Musikpädagogik gehen und das weitergeben, was ich was eben Musik bewirken kann und vor allem aber auch, dass ich mit Kindern arbeiten will. Und das ist halt eben der Punkt, wo ich nochmal sagen muss, ich bin da reingewachsen. Ich hatte schon immer diese Musikschule quasi, das war mein zweites Zuhause. Und dadurch habe ich zum Beispiel schon mit 15 angefangen, Nachhilfeunterricht zu geben bei den Schülern von meiner Mutter. Ja. Und ich hatte von Anfang an, ganz früh, und das ist wirklich ein Privileg, was ich auch sagen kann, eine praktische Erfahrung in dieser Praxis zu unterrichten und mich da reinzuschmeißen, sage ich mal, in diese pädagogische Tätigkeit und die auch zu erfahren. Das heißt, als ich dann angefangen habe zu studieren, hatte ich eine kleine, wie man so sagen kann, Krise, in der ich mich nur hinterfragt habe, möchte ich, also in welche Richtung gehe ich jetzt wirklich? Genau. Aber das hört sich so an, als wärst du wirklich voller Begeisterung in die Richtung gegangen, ich werde Vermittlerin. Ganz genau. Und das hat sich nämlich dann auch herauskristallisiert. Ja, aber warum war das so? Was meinst du? Was hat dich innerlich so, so bewogen? Du bist ja wirklich echt richtig enthusiastisch. Das macht so Freude zu sehen. Was war das? Also was löst das aus? Ja. Zum einen hat man natürlich in einer Wettbewerbskarriere, hat man einen Leistungsdruck, sage ich mal so, und natürlich welches da dran hängt. Und ich hatte mir einfach überlegt, möchte ich das mein Leben lang machen auf der Bühne? Also ich weiß auch, wir wissen alle, wie schwer das ist, Konzerte selber zu organisieren, selber ein Manager zu sein und all dieses ganze Leben quasi voranzutreiben wie ein Motor. Und gleichzeitig hatte ich parallel diese Welt, dass ich mein Wissen durch ganz tolle Pädagogen, die ich hatte auf meinem Weg, und dann aber auch meine eigene Fantasie sozusagen benutzen kann, um Kreativität und Kindern die Musik nahezubringen. Ja, weil ich auch natürlich gemerkt habe, was Musik bewirkt in unserer schnelllebigen Zeit und vor allem auch für Kinder und für Jugendliche. Was zum Beispiel bewirkt es deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach? Was bewirkt die Musik in dieser Zeit bei den Schülern? Es ist ein so großes Spektrum und das sind verschiedene Säulen. Zum einen ist der musikalische Unterricht eine absolute Zeit der Kreativität. Das heißt vor allem jetzt in unserer Zeit der Digitalisierung, sage ich jetzt mal, hat sich auch in den letzten Jahren meiner Arbeit herausgestellt, wie wichtig das ist, dass die Kinder auch mal wegkommen von all den, sage ich mal, technischen Maschinen, die auf uns prassen, die ganzen Informationen, wie sich das verändert, natürlich auch durch die Pandemie, die über uns geströmt ist und wie sich da, der Zustand verändert hat. Also ist Musik erstens ein Rückzugsort für die Fantasie, für die Kreativitätsförderung. Ja. Zum anderen kann die Musik wirkt also persönlichkeitsfördernd. Ja, also das ist eine Entwicklung und eine Festigung deiner Persönlichkeit, weil eben die Arbeit, musikpädagogische Arbeit, die wirkt sich auf das Selbstbewusstsein aus. Ja, wenn man zum Beispiel kleine Erfolge erlebt, wenn man
Hürden meistert, wenn man Ängste überwindet im Unterricht. Und natürlich zum anderen das Selbstbewusstsein stärkt, zum Beispiel durch kleine Konzerte, durch Ziele, wenn man Applaus kriegt, ja, und Anerkennung kriegt für seinen Fleiß und für das, was man so kontinuierlich tut. Ja. Das ist ein schönes Wort, was du sagst, kontinuierlich, weil alles, was du erwähnt hast, ist eigentlich nicht zu haben mit so einem Mausklick, ja, und mit dem, Genau. mit dem normalen, was weiß ich, Handy, wo man so Instant Gratification eigentlich, ne, immer sofort wird man belohnt für das, was man irgendwie anklickt. Das ist ja alles auch, jetzt mache ich es und da ist der Erfolg oder die Reaktion, ja, und das, was du erwähnt hast, ist eben hier so eine wirkliche Nachhaltigkeit, ja, all das Fleiß und solche Worte, nicht? Und der Einsatz und Selbstbewusstsein, das sind ja kontinuierliche kleine Bausteinchen an einem Erfolg oder an einem Selbstbewusstsein. Ich glaube, das macht schon eine Menge aus. Und was ich auch bemerkt habe, ist dieser Fokus. Ja, das hast du ja eigentlich gar nicht mehr irgendwo. Selbst in der Klasse kannst du ja auch irgendwo woanders hingucken, mit anderen reden und so. Aber wenn du am Klavier sitzt, da hast du ja den Fokus. Und ich finde auch immer, dieser Fokus, geht ja nicht anders, und ich finde auch immer, dieser Fokus hat was ganz Meditatives, weil er eben alles andere ausschaltet. Ja? Deswegen hattest du auch eben von einem Rückzugsort gesprochen, ja? Was ja erstmal wie so Rückzugsort ist, ja eine Hinwendung, aber es ist ein Rückzugsort, weil die Aufmerksamkeit sich auch verdichtet auf das, was man eben da tut. Ja? Hast du denn von deinen Schülern was zu berichten? Ich meine jetzt nicht Preise, Gewinne, sonst wie was oder so irgendwie, dass du sagst, es gibt so solche und solche Schüler und gegenüber früher haben die sich verändert oder es ist eigentlich immer ganz schön oder es gibt auch welche, die magst du gar nicht unterrichten. Wie hast du das? Ja, ich habe welche rausgeschmissen, tut mir leid. Mir war es dann auch zu blöd, wenn man denen sagt, was sie machen sollen und sie tun es nicht, dann habe ich auch keine Zeit mehr gehabt, ne? Dafür ist so. Ja. Aber deine Erfahrung so mit den Schülern, was kannst du berichten? Meine Erfahrung hat sich, ich habe das alle eigentlich immer, jeder Schüler ist ein, sage ich mal, nicht Herausforderung, vielleicht in meinen jungen Jahren gewesen, aber ja. Es gibt natürlich Kinder, die, ja, also die vielleicht etwas vom Charakter her vielleicht stärker sind, sage ich mal so, weil man ist ja natürlich als Lehrer immer ein bisschen in einer autoritären Rolle. Und natürlich gibt es Kinder, die das schwer annehmen. Und für mich war das dann auch vor allem in meinen jungen Jahren immer eine Herausforderung, immer individuellen Zugang zu jedem Kind zu finden, zu jedem Schüler, auch Erwachsene oder genauso Jugendliche. Ja. Und das ist das, was ich eben auch immer mitkriegen konnte in der Musikschule und auch in der Arbeit meiner Mutter, die ja, die mit so viel persönlichem Zugang, ja, zu jedem Kind durchdringen kann. Und das war für mich dann irgendwann der Knackpunkt in meinen jungen Jahren mit 16, 17, ja. Das ist so interessant, die Arbeit mit Menschen in der Psychologie, den Zugang zu finden. Genau. Und nicht vielleicht nur über die autoritäre Schiene zu gehen, sondern dann auch vielleicht ein Mentor zu werden, ein Freund, ein jemand, der dir deine Unsicherheiten nimmt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Unterrichten und in der Pädagogik, weil Menschen reagieren, vor allem Kinder, reagieren natürlich auf Unsicherheiten, auf etwas, was sie nicht können oder etwas, was nicht klappt, unterschiedlich. Und da ist es eben wichtig, und das war für mich der Knackpunkt, zu sagen, Musik ist eben, kann manchmal mehr sein als Worte. Das heißt, über diesen Zugang der Musik und den Erklärungen auch philosophische Vergleiche zu finden über das Leben und jemanden zu erklären, warum er jetzt so tickt und dass das absolut in Ordnung ist, war dann für mich immer mein Motor und Motivation, diese pädagogische Arbeit auszubauen. Wunderbar. Und du siehst auf die bitte? Ja, genau, auf die Frage zurückzuführen. Ich habe unterschiedliche Schüler. Also auch bei uns in der Musikschule ist unsere Philosophie vor allem auch, also jedem Kind, egal aus welcher, sage ich mal, familiären Hintergrund oder kulturellem Hintergrund er kommt, eine musikalische Ausbildung sozusagen zu ermöglichen. Ja. Und ich habe auch einen Verein gegründet. Das war dann
innerhalb von meiner Studienzeit, also ein gemeinnütziger Verein, der eben dafür steht, dass jedem Kind eine kulturelle Bildung zusteht. Jedes Wunderbar. Kind hat das Recht. Nun ist Ja. es leider so heutzutage, dass Musikunterricht eben, vor allem weil die städtischen Musikschulen eventuell überfüllt sind, eben natürlich auch mit Finanzen, sage ich mal, zusammenhängen und nicht alle Eltern können das natürlich den Kindern ermöglichen. Ja. So, deswegen war dann meine Mission und ein großes Projekt, war es, in Kinderheim zu gehen und dort eben auch Kindern die Möglichkeit zu geben, sich musikalisch weiterzuentwickeln. Und das sind natürlich Kinder, die kommen, wenn wir schon darüber sprechen, dass es Schüler gibt, die sehr, sehr schwierig, sage ich mal, sich unterbuttern können, Ja. sozusagen, einem Lehrer. Dann hatte ich da Kinder, die kommen aus ganz schwierigen Familienverhältnissen und haben da natürlich auch noch mal vielleicht irgendwelche Verhaltensstörungen, sage ich jetzt mal ganz. Ja, ganz streng. Und da hatte ich eben auch Kinder, die jetzt bei mir seit 7, 8 Jahren im Unterricht sind und die Entwicklung zu sehen, Ja. was eben das dieser Unterricht ausmacht bei Kindern, die gar nicht, sage ich mal, vom Elternhaus her, sage ich Ja. mal so, zum Unterricht kommen, ja, oder weil sie selber da die Initiative ergriffen haben, sondern dass man eben über den Unterricht sieht, wie sich da die Persönlichkeit entwickelt, wie die Ja. sage ich mal, die Konzentrationsfähigkeit sich entwickelt. Und da habe ich zum Beispiel Schüler, die jetzt von ganz schüchternen, ängstlichen, teilweise vielleicht auch aggressiven oder scharfen Charaktereigenschaften zu wunderbaren jungen Frauen herangewachsen sind, selbstbewussten jungen Frauen, die jetzt ja, ihr Leben voranschreiten. Jetzt ist eine Wunderbar. Schülerin schon 10 und ja, will auch Musik studieren Ja, und wunderbar. Was ist wirklich das? das ist. Ich kann mir das so richtig vorstellen, dass es ist, also du strahlst es ja auch aus. Man wünschte sich fast, man wäre Schüler bei dir. Und ich kann mir total vorstellen, wie sich diese Schüler auch entwickeln mit deiner wirklich herzlichen, engagierten Art. Das ist ein Traum. Du hast noch etwas gemacht, gemeinsam, glaube ich, mit deiner Mama. Darüber wollte ich auch gerne ein bisschen was hören. Und zwar habt ihr auch sehr im Bereich Benefiz gearbeitet. Da war jetzt gerade vor kurzem ein Projekt. Magst du mir darüber berichten? Genau, also die Musikschule ist aufgebaut auf drei Säulen, kann man sozusagen, kann man sagen. Das ist einmal eben der Unterricht. Auf der anderen Seite sind das, also genau, der Unterricht, der läuft. Auf der anderen Seite sind das kleine Etappen, die man bei uns erreichen kann, durch Zeugnisse, durch kleine Prüfungen. Das heißt, die Kinder haben Ziele. Und die dritte Säule, und das ist eine ganz große Säule, sind unsere Konzerte, die wir organisieren. Meine Mutter, die wirkt seit 25 Jahren in Düsseldorf, und ob es jetzt bei verschiedenen Festivals waren, bei der Jazz Rally oder in der Tonhalle oder eben jährliche Konzerte. 4 Konzerte haben wir früher gemacht im Jahr. Jetzt nach der Pandemie hat sich das ein bisschen verringert. Ja, Und kenne ich. das ist eine ganz große Säule, den Kindern eine Bühne zu schenken. Das ist Ja. das andere. Und der andere Outcome der Konzerte ist eben, was können wir Gutes bewirken Ja. mit unserer Musik? Und da haben wir jetzt schon seit Jahren eine sehr enge Freundschaft mit verschiedenen Stiftungen und jetzt vor allem aber mit dem Kinderhospiz Regenbogenland. Seit mehreren Jahren organisieren wir Benefizkonzerte und das ist auch für mich eine große Leidenschaft, da in diese Eventarbeit zu gehen. Und da bin ich auch eingestiegen. Also mit meiner Mutter sind wir einfach ein super Team, sag ich mal, und haben jetzt dieses Jahr eine wunderbare und sehr große Veranstaltung im Hyatt Hotel in Düsseldorf veranstaltet. Und
Genau, unsere Kinder sind dann da aufgetreten. Ja. Dann hatten wir unseren Ehrengast, Stargast, der Dieter Falk, der ist gekommen auch und hat uns da sehr unterstützt. Und ja, gemeinsam haben wir eben viel Geld sammeln können und alle Eintrittskarten und darüber hinaus auch Spenden sind eben an das Kinderhospiz gegangen. Und das wirklich genau, das war fantastisch. Sehr, sehr fantastisch. Leider kann man das ja nicht nur machen, nicht? Das ist ja immer so, dass dann diejenigen, die das irgendwie veranstalten und tun und spielen und so weiter, die müssen ja auch dann mal wieder irgendwie leben. Aber es macht einfach so viel innere Freude. Wir haben das hier auch gemacht in Risum für Löwenherz. Ein paar Mal Kinderspielen für Kinder. Der Titel hat mir gut gefallen, finde ich immer noch gut, falls du den haben willst. Aber ja, das ist. Genau. Ach nee, ehrlich, Spiel. Ja? Genau. Ja, super. Ich sag's ja, zwei Seelen, ein Gedanke. Das, ja. Genau, das ist es. Das, ja. Ist, es, ne? Das ist ja, ja. Fantastisch, dass die Kinder, die auch auf die Bühne gehen, so einen emotionalen Hintergrund haben. Und auch im Saal saßen die Bewohner des Kinderhospiz Regenbogenland, die haben wir auch eingeladen. Und das war natürlich eine super schöne und emotionale Veranstaltung. Ja. Ja. Wie viele Kinder sind da aufgetreten von dir, von deinen Klavierkindern? Also insgesamt hatten wir 43 Schüler, die... Jeder die gespielt? Genau. Oh, wir fantastisch. Schüler, ja. Jeder wollte auf die Bühne. Ja, klar. Es war wunderschöne, ja, natürlich auch eine wunderschöne Möglichkeit. Und dann am Ende, und das war auch schön, haben wir dann auch noch, alle Schüler sind nach vorne gegangen und haben dann im Chor sozusagen We Are the World gesungen von Michael Jackson. Und das war natürlich auch nochmal eine Verbindung sozusagen, dass eben die Kinder und eben für diese Kinder spielen. Ja. Du und hast doch zwischendurch was von dem Verein erzählt, den du selber mal gegründet hast, wo es darum ging, den, ich sag mal, nicht so flüssigen Geldbeutel Kindern zu ermöglichen, auch nicht? Genau. So, jeder hat ein Recht auf Klavierunterricht so ein bisschen, oder jeder sollte die Chance bekommen, sage ich mal so. Jeder sollte die Chance bekommen. Genau. Gibt es denn den Verein auch noch? Ja, ja. Also ich mache das jetzt schon seit fast 10 Jahre. Ja. Und genau, das ist natürlich etwas, wo ich meine freie Zeit und Herz und Blut da noch rein investiere. Und da gibt es, es ist natürlich eine ganz andere Arbeit auch nochmal. Also ja, da wollte ich noch zu fragen. Also wenn man jetzt für diesen, ich weiß nicht, wie hat der Namen, der Verein? Akademie für Kunst und Musik e.V. ist okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, aber ich sag mal, was weiß ich, Klavierunterricht für alle oder wie auch immer, wenn das jetzt ein bisschen einfacher wäre, wenn du dafür so eine Benefiz-Geschichte machst, dann ist das aber, hat das sicherlich auch Erfolg, aber ist es nicht so erfolgreich wie für die Kinder, von denen du eben erzählt hast, nicht? Das ist nicht so leicht. Also ich glaube, es ist leichter, die Herzen zu erwärmen, sage ich mal, für kranke Kinder, als für Kinder, die vielleicht nicht so die Mittel haben, um Unterricht zu bekommen. Ist das so? Kann man das sagen? Das kann man so sagen. Es geht wahrscheinlich um diese breite Masse, die dann angesprochen wird. Also was ich durch meinen Verein, was eher ankommt, sind eben musikalische Patenschaften zum Beispiel zu übernehmen. Also das ist etwas durch mehr Private Sponsoring, sage ich jetzt mal so. Und natürlich durch Projekte, die ich beantrage, gibt es, ist das eine ganz andere Art von Förderung, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das stimmt schon, ja, dass man sagen kann, dass da natürlich die breitere Masse vielleicht mehr angesprochen wird, eben auch die Konzerte dann zu besuchen und zu spenden. Weißt du, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen vor deiner Zeit, aber Götz Werner mit den Drogerien, DM, Werner, Drogerien, die gibt es auch bei euch, oder? Ja, ja, genau. Aber der ist ja leider vor ein paar Jahren verstorben, aber der hatte vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren hatte der so eine Initiative, vor jeder Drogerie sollte irgendwie so ein, was weiß ich, Bauwagen, Anhänger oder sowas stehen, wo die Kinder Instrumente basteln sollten. Ja, also ich sag mal, ich kann es mir noch ganz gut vorstellen, mit einer Querflöte, ich denke, Flügel haben die da jetzt nicht gebaut, aber irgendwie jedenfalls den Zugang erstmal, ja,
zu bekommen. Also das wäre vielleicht auch jemand, der hat auch einen Sohn, es gibt da auch eine Stiftung. Vielleicht sollte man die auch mal anspielen, weil ich finde, das ist, weißt du, so klassische Musikerziehung für jeden. Jetzt, wo das in den Schulen anscheinend ja auch schwieriger geworden ist, sagen wir es mal vorsichtig, da wäre das vielleicht auch mein Ansprechpartner. Ob du Ja. vielleicht nimmst du dir den irgendwie vor. Da war neulich auch in einem Interview zu hören, ich glaube beim SWR Nachtcafé oder sowas, kannst du mal googeln. Aber ich hatte mal mit ihm telefoniert vor 20 Jahren, mit dem Vater, als er noch lebte. Das Ja. war inspiring. Der hatte auch so einen Professorensitz bekommen für Innovation in Karlsruhe und so. Das muss wohl auch ein Ausnahmemensch gewesen sein. Aber man kann dir ja nur wünschen, dass du ganz, ganz viel ich weiß nicht, Unterstützer und Patenschaften findest, damit möglichst viele Kinder in diesen Genuss kommen, deiner oder auch woanders, ja, Musikerziehung. Warum ist das Ja. wichtiger als Popmusik, sage ich jetzt mal ganz, ganz platt? Warum kann man nicht sagen, ach, lass die doch ein bisschen was Flottes, was Modernes, ja, lernen? Also dazu muss ich sagen, es ist alles wichtig, ja, auch Popmusik und Jazz und lateinamerikanische Musik, auch das machen wir. Auch das ist wichtig für die, sage ich mal, komplette musikalische Ausbildung. Aber warum fängt man mit der klassischen Musik an? Es ist ja unser kulturelles Erbe irgendwo. Es ist Geschichte und es ist die Entstehung der Musik. Und ich glaube, es ist wichtig, den Kindern das auch zu vermitteln. Einmal, um eben die Kultur weiter zu fördern und zu erhalten und auch diesen Sinn für die Historik zu bekommen. Auch selbst wenn wir über Popmusik sprechen, dann ist ja der Ursprung meistens bei Bach. Und um das zu verstehen, was ist denn jetzt Jazz, Pop, Rock, das, was wir jetzt hören, hat ja seinen Ursprung irgendwo gehabt. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, zu vermitteln, weil eben das kommt in den Schulen öfters abhanden, sage ich mal so, obwohl der Musikunterricht auch jetzt in Grundschulen und Gymnasien ja gefördert wird und es gibt auch viele wahnsinnig tolle, engagierte Programme und Stiftungen, die explizit in die Schulen gehen und da versuchen auch an die Kinder heranzukommen. Und das sehen wir sozusagen auch als unsere Mission. Ja, also die klassische Musik hat noch mal eine andere Verbindung, sag ich mal. Ja, Wunderbar. musikgeschichtlich, aber auch die verschiedenen Persönlichkeiten kennenzulernen, die Komponisten und deren Geschichte. Das sind ja auch wahnsinnig interessante, sage ich mal, Lebensgeschichten, die man dann erfährt eben und man sich vielleicht hineinversetzen kann. Was wollte dieser Komponist mit seiner Musik ausdrücken? Ja. In der Popmusik sind es meistens die Sänger. Man hat einen Text, ja, sagt man so, wenn wir jetzt ganz klassisch in die Charts gehen. Aber auch das ist toll, den Kindern dann zu vermitteln. Wir haben im Sommer zum Beispiel, ist unser Sommerkonzert, ist immer Jazz, Unterhaltungsmusik, Filmmusik, auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Kinder haben daher dann vielleicht einen näheren Zugang dazu. Und der Kreis schließt sich sozusagen. Also von der klassischen Musik bis in die Wunderbar. Moderne zu gehen. Das liegt uns sehr nah. Dann finde ich, sollten wir, wie der Kreis schließt sich gerade, sollten wir das auch jetzt hier an dieser Stelle vielleicht mal so dem Ende zuführen. Ich wollte ganz gerne, apropos Kreis, dir noch eine Überraschungsfrage stellen, nämlich stell dir vor, du hast einen Wunschring, einen kreisrunden Wunschring und du könntest dir jetzt irgendwas wünschen. Was wäre das für dich, für deine Zukunft, für die Kinder, für die Musik? Ganz egal, was fällt dir ein? Das ist eine schöne Frage. Ja, ist eine schöne, so ein bisschen gemein ist sie auch, wenn sie so überraschend kommt, ist mir schon klar. Ich würde mir tatsächlich einfach wünschen, dass ja, diese Möglichkeit, Musik zu erleben, wirklich für jeden da ist. Und da möchte ich wirklich also für jeden heißt für jede Familien, für alle Kinder. Und da muss ich aber nochmal sagen, das möchte ich auch nochmal zum Ende erwähnen, mit der Konzertreihe von Weltklassik und mit den tollen Pianisten, die hier zu uns kommen, haben wir natürlich die Möglichkeit, Schülern und Kindern kostenlos und eben anzubieten, diese Konzerte zu besuchen. Und das ist ja schon ein ganz, ganz wichtiger Vermittlungspunkt und auch Punkt eben an die Klassik und in die musikalische Welt einzutauchen.
Dankeschön. Ich werde das weiterreichen an die Pianisten. Die werden das natürlich auch alle sich anhören, was du jetzt hier zu sagen hast. Und Musik für alle erlebbar machen, Musik für alle Kinder erlebbar machen. Das ist so das, was für mich als Gesamteindruck jetzt hier bleibt. Und eben deine Freude an der Sache und dein Enthusiasmus. Und ich habe jetzt einfach Lust, dich mal richtig persönlich kennenzulernen. Das wird sich hoffentlich ergeben. Bis dahin, vielen Dank und herzliche Grüße auch an die anderen beiden, die ich auch noch nicht getroffen habe. Ich komme mal rum. Sehr gerne, wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.